Ja, auch wenn es schon ein Weilchen her ist, Christian Neidhardt trug zu Beginn seiner Spielerkarriere 1,5 Jahre das VfL-Trikot. Das war Ende der 80er und zwar als Mittelstürmer, seine erste Profistation. Ja, der Coach weiß, wo das Tor steht. Und so hoffen die Waldhof-Fans heute natürlich auch wieder auf eine wie gewohnt zu Hause sehr torgefährliche Mannheimer Mannschaft. Ohne allerdings den für die luxemburgische Nationalelf abgestellten Rechtsverteidiger Jahns. Außerdem Sohm und Tass nicht in der Startelf. Dafür Malachowski, Kota und Karpstein von Beginn an dabei. Erste ordentliche Offensivaktion allerdings von den ganz in Weiß spielenden Gästen. Das ist die Makala. Traoré verpasst und dann Kunze, der VfL seit 5 Spielen ungeschlagen und damit entsprechend mit breiter Brust hier in die Kurpfalz gereist. Die erste Ecke des Tabellen-7. Kurz ausgeführt. Kota. Rossipal, Kota und da geht Kühn lieber auf Nummer sicher. Das Team von Tobias Schweinsteiger in der Rückrundentabelle. Ja, mit der drittbesten Punkteausbeute der Liga. Letzte Woche mit einem 1-1 gegen Freiburg 2. Waldhof versucht von Beginn an mit viel Zielstrebigkeit in Richtung VfL-Strafraum zu marschieren. Und auch der Abschluss dann ohne zu zögern. Der Versuch von Wagner. Im Hinspiel gab es für die Neidhardt-Elf in Osnabrück ja eine bittere 0-5-Klatsche. Also da gilt es heute etwas gut zu machen. Aber Osnabrück alles andere als zurückhaltend und mit viel Platz im Mittelfeld. Tesche, Kunze, Engelhardt und niemand in der Mitte. Noch abgeblockt, die Mannheimer Defensive wirkt da nicht wirklich gut sortiert. Da ist Rossipal gerade noch zur Stelle. Gut 20 Minuten gespielt, leichte Feldvorteile für den Tabellensechsten. Gempfi schickt Winkler. Simakala, Osnabrück in Führung durch den schon 13. Saisontreffer von Bamuaka Simakala. Und da passt wieder nicht viel zusammen in der Hintermannschaft der Buwe. Karpstein und Segert am Ende beide zu weit weg vom Torschützen. Das muss man sicher deutlich konsequenter verteidigen. Waldhof wirkte nach dem Gegentreffer doch ein bisschen angenockt. Der VfL weiter spielerisch besser und vor allem in den Zweikämpfen effektiver. Tesche mit dem nächsten Abschluss. Endstation Bartels. Wirkt allerdings alles ziemlich kontrolliert und souverän, was der VfL da zeigt. Die Schlussphase der ersten Hälfte, Zeit für die Waldhöfer auch mal wieder im Spiel nach vorne was zu zeigen. Rossipal schickt Winkler, Martin Winkler, viermal hat er in dieser Saison ja schon getroffen. Dieser Versuch aber symptomatisch für die Mannheimer Offensivbemühung vor der Pause. Die Stimmung bei den VfL-Anhängern nachvollziehbar deutlich besser. Nach dem Wechsel Mannheim noch ohne personelle Veränderung, aber mit den gleichen Nachlässigkeiten wie in den ersten 45 Minuten. Karpstein gegen Simakala, sowas kann natürlich schnell mal ins Auge gehen. Den Top-Torjäger des VfL solche Möglichkeiten zu geben, äußerst fahrlässig. Die Miene von Christian Neidhardt entsprechend alles andere als freudig erregt. Sein Team, immerhin das heimstärkste der Liga, weiter unter Druck. Osnabrück immer wieder über die Außen. Traoré und Niemann. Bartels kann abklatschen, Kunze, aber Kota dazwischen. Osnabrück klar in der Chefrolle da im Mannheimer Strafraum. Kein Zugriff der Waldhöfer auf die schnellen und wendigen Stürmer des VfL. Glück, dass Kota da so beherzt zur Sache geht. Da kann einem schon ein wenig besorgt sein um die Waldhöfer und die Lila-Weißen spüren, dass da nicht viel Gegenwehr kommt. Traoré, Kunze, Niemann, die Mannheimer nur in der Zuschauerrolle. Kunze, wieder Traoré, kein Gegenspieler zu sehen, Niemann und Kunze, 0-2. Osnabrück legt nach. Lukas Kunze, der Mittelfeldspieler, der Torschütze. Völlig verdient dieser zweite Treffer. Insgesamt 20 Ballkontakte der Osnabrücker vor dem Tor, ohne dass ein Mannheimer den Ball berührt. Ja, so kann man Gegentore nicht verhindern. Das ist richtig mies, auch wenn der VfL das klasse zu Ende spielt.
Tobias Schweinsteiger, der VfL, seine erste Station als Cheftrainer, ein echter Glücksgriff, übernahm den Posten ja nach 5 Spieltagen als Nachfolger von Daniel Scherning. Schweinsteigers Handschrift deutlich zu erkennen. Und jetzt mal Platz für die Mannheimer. Da kann es doch mal mit Tempo durchs Mittelfeld gehen. Rossipal, der eingewechselte Ekin-Schier. Aber das dauert alles viel zu lange. Wieder Rossipal. Aber die Abwehr vom VfL so einfach nicht zu überwinden. Die Ecke bringt dann auch nichts ein. Und dann vielleicht der letzte Strohhalm, an den sich Waldhof klammern kann. Sohm und Schnatterer sollen die Wende bringen. Marc Schnatterer, immer ein Mann, der auch als Einwechselspieler Akzente setzen kann. Martinovic und Winkler müssen raus. Gut 10 Minuten noch Zeit für die Blau-Schwarzen, hier erstmal wieder ein Spiel zu finden und mit einem Anschlusstreffer das Ganze vielleicht nochmal spannend zu machen. Schnatterer, Marc Schnatterer, nichts Halbes, nichts Ganzes, aber immerhin mal wieder ein Schuss in Richtung VfL-Tor durch den schon 37-jährigen Uldi bei Waldhof. Aber dann ist Schluss. Osnabrück, der verdiente Sieger, das Verfolgerduell geht für Waldhof mal so richtig in die Hose. Probiert, sind immer wieder angelaufen, ist nicht optimal gelaufen, sind nicht so in unseren Flow gekommen, haben nicht diesen Druck hinbekommen. Ja, und jetzt bin ich sind wir einfach enttäuscht darüber. Aber nächste Woche geht es weiter in Saarbrücken und da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen. Erst die zweite Heimniederlage der Saison, aber eine bittere Pleite für Waldhof und ordentlich Gesprächsbedarf.